Hallo und herzlich willkommen zurück zu DayZ. Wir machen hier gerade einen, also besser gesagt, ich spiele jetzt endlich mal auf Hardcore. Und ich habe gerade irgendwie gesehen, so eine neue Animation mit dem Finger zeigen, wenn ich die Aufnahme starte. Weiß nicht, was das ist. Ja, ich bin hier in, glaube ich, Solnitschny gespawnt. Und wir wollen über das neue Update reden, 0.48. 0.47. Ja, das Wir bezog sich auf mich und Jakob. Was? 0.47 ist doch schon draußen. Ne, 47. Ah, ist bei okay, mir. Okay, dann habe ich mich da ein bisschen verschaut. Ah ja, 0.45. Ich habe das gerade verwechselt. Okay. Ja, und ich spiele jetzt Hardcore und will da ein bisschen looten im Hintergrund und wir reden über das neue Update. Jo, ich fange mal mit den Problemen an, die Bohemia Interactive weiß, also von denen wissen sie und versuchen sie zu beheben. Also einmal gibt es in seltenen, also das erste Problem ist, dass Spieler in seltenen Umständen manchmal in eine Art Gefrierzustand kommen, wo sie sich nicht bewegen können und auch nicht attacken können. Das ist aber nur sehr selten möglich. Dann manchmal, also während dem Werfen, können sie auch manchmal einfrieren, das ist aber nur ein paar Sekunden lang, das geht dann ziemlich schnell wieder weg. Dann ist manchmal das Zielen auf den, also das Gegnerziel manchmal in manchen Situationen ausgeschaltet. Warum, weiß man nicht. Dann auch noch, also Players können es. Ja, also Licht kann manchmal desynchronisiert mit dem Server sein, das könnte ein wenig buggy in der Nacht sein und so. Dann können manchmal so dynamische Server-Events wie, ich glaube, Wetter, oder Jakob? Mhm. Wetter kann manchmal zeitweise disabled sein, also deaktiviert. Warum, weiß man auch nicht. Dann gibt es noch ein paar Probleme mit Rucksäcken nach Reconnection. Und dann auch noch Probleme, wenn man unconscious ist, das also nach dem Aufwachen. Und dann noch ein paar Probleme mit den Items und dass der, wie sagt man hier, dass der Rucksack kurz ausgeschaltet ist, also nicht verfügbar ist, wenn der Server etwas am Laggen ist. Alter, geil, ich habe gerade ein ziemlich geiles Gebäude gefunden. Neues, oder wie? Ja, irgendwie ist das für mich neu, ich habe das noch nie gesehen. Okay. Aber es kann natürlich auch nicht neu sein. Ich weiß das nicht genau. Klar. Jakob, du darfst anfangen mit den New. Ja, es sind ziemlich viele Aktionen gefixt worden, zum Beispiel, dass man jetzt mit der SKS Canteens und so aufmachen kann. Aber das haben sie ja machen müssen. Und da ist eine ruined water bottle. Also ich habe gerade ziemlich Schiss. Und ja, solche Sachen, ziemlich viele eigentlich so mit Colas und so Drinks und so Scheiß und Melee-Waffen. Und dann Animationen sind auch viele neue dazugekommen. Zum Beispiel das Zielen mit Waffen ist neu mit Rifles. Ja, und du kannst vielleicht ein bisschen weitermachen. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Jo, dann noch neue Charaktermodelle für das Gesicht. Genau, die habe ich schon umgestellt, aber irgendwie ist mir das bei Hardcore jetzt nicht gelungen. Weiß nicht. Vielleicht warum. Ist es da noch nicht aktiviert für Update oder so. Man weiß es nicht. Dann endlich ist in der Engine das neue Wegfindungssystem für die Zombies integriert. Hoffe ich mal, dass das bugfrei funktioniert. Hoffe ich auch. Dann sind so neue Camlights dazugekommen. Und dann noch die neue AK-101, was glaube ich die AK-47 ist. Ja, sie soll sie darstellen zumindest. Sie soll sie darstellen. Dann noch die CR-527, eine Handgun. Oh oh, Zombie. Dann eine Makarov. Der kann so auf den Knien sprinten, das ist ja auch neu. Und okay. Der ist schneller wie ich, also bin ich sowas von gefickt. Oh. Dann der Makarov, das wissen wir beide nicht, was es ist. Bei der PM-73 Rack ist es das gleiche. Dann noch ein paar neue Klamotten und Stiefel. Ja, das war's eigentlich eh schon. Eine kleine Stadt ist noch hinzugefügt worden namens Turovo. Und natürlich
ziemlich die größte Änderung für mich. Endlich das neue Loot-Spawn-System. Endlich spawnt Loot neu. Dein Ernst, ist das jetzt schon oder? Jetzt. Wirklich, ist das in diesem Update schon? Dynamic Loot Respawning. Alter, geil, also gibt es keine Server-Restarts mehr. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht genau. Nein, ich glaube nicht mehr. Also wenn das draußen ist, dann gibt es keine Server-Restarts mehr. Ich hoffe mal. Und ja, was, und dann, was noch neu ist, dass es kommt jetzt ein Zelt, ist gekommen. Das mittelgroße, da kann man extrem viel Loot reingeben, sogar Waffen und so. Komplett, also zum Beispiel 4 AK oder so haben da locker Platz. Und ja, das ist jetzt auch gekommen, das kann man einfach mitnehmen. Im Rucksack braucht aber ziemlich viel Platz. Aber man kann natürlich ins Zelt wieder ziemlich viel geben. Und das kann man ganz leicht also aufstellen und dann auch reinkriechen oder gehockt reingehen mit Freunden. Kann man coole Party machen und so, ja. Ja, und dann noch habe ich noch gesehen, sie haben eine bessere Performance hinzugefügt für die Server. Ja, und auch die Engine ein bisschen verbessert. Oder vielleicht ja, sogar ein Teile von der neuen Engine rein. Das glaube ich eher noch nicht, aber darauf bin ich gespannt, auf die neue Engine. Ja, auf jeden Fall, die Performance ist meiner Meinung nach ziemlich geil. Also jetzt vom Zocken her. Ja, das habe ich nach dem anderen, nach dem 046er Update so cool gefunden. Da so, war die Performance wirklich viel besser. Ich will noch mal kurz die Spielerliste zeigen, also die ist wirklich extrem voll. Ich traue mich da ganz schön als Newbie ohne Waffe irgendwas machen, aber ja. Ich werde sehen, was passiert. Ich hier auf Spieler treffe. Gut, dann machen wir die gefixten Bugs weiter. Massig Aktionen wurden gefixt. Das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen, hier alle aufzuzählen. Das gleiche gilt bei den Animationen. Dann noch von Tieren wurde etwas gefixt, also so sozusagen besseres Aussehen von Kühen, Hasen und Bären. Gibt's Bären? Ich weiß nicht. Dann bei der Engine wurde etwas in der Nacht, also bessere Nacht, in der Nacht Feeling sozusagen gemacht. Dann ein paar Items wurden neu designt und auch ein paar Bugs behoben. Nun kann endlich die Wooden Sticks können auch endlich in der Hand gehalten werden. Geil, dann, jawohl. Dann die CR527 ist der Shadow, also der Schatten, gefixt worden. Dann das Camlight, also kann jetzt maximal 60 Minuten brennen. Kannst so du mal ganz kurz leise sein, ich glaube ich höre draußen Schritte. Sorry. Ja, kein Problem, aber ich will jetzt nicht gleich am Anfang von der Episode sterben. Weil wir können, was ich mir gedacht habe, wir können nach den ganzen Fixes und so Sachen noch kurz über das Spiel reden, was wir uns noch so erwarten und so. Wäre ja, interessant. Komplett richtig. Black Gut, Moon. Kann ich wieder anfangen? Du kannst wieder beginnen. Ich bin Gut. bereit. Dann wurde die Leuchtintensität von den Camlights und von den Lagerfeuern etwas zurückgeschraubt, weil das war jetzt wirklich schon extrem. Camlights? Ja, die roten Fackeln hier. Ja, das sind Flares und die. Jetzt gibt es neue Lichter und zwar Knicklichter in 5 verschiedenen Farben, so Neonfarben. Sieht Nein. extrem geil aus. Und ich das hoffe, dass ich sowas finde und vielleicht sogar noch zeigen kann. Das wäre extrem cool. Aber ja, du kannst weiterreden. Ja, dann kann die CR527 jetzt angemalt werden in Schwarz, Grün und Camo. Was auch immer das sein soll. Also dann wurde noch gefixt, dass Spieler ihre Klamotten nicht zerreißen können, was mir öfter schon passiert ist. Und dann noch, dass man die zerstörten, die ruhenden Cans nicht mehr aufmachen kann. Okay. Weil anscheinend ist das jetzt hier gegangen. Mehr sehe ich jetzt eigentlich nicht mehr, was so wichtig von Bedeutung wäre. Massig Items haben sie gefixt, Animations und Actions und ja. Dann sprechen wir mal über unsere Wünsche, würde ich sagen. Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall eine noch bessere Performance. Ja, das wünsche ich mir auch, weil das Spiel sieht jetzt nicht so unglaublich aus, weil ja, die dafür können sie aber eigentlich nichts, weil die Arma Engine ist generell scheiße. Ja, selbst in Arma 3,
die Performance ist einfach so schlecht. Ja, ich merk's auch gerade, jetzt bricht immer wieder die Frame ein bisschen ein. Das ist das Problem, weil die Arma Engine hat so, also die hat Skripte aktiviert, wo die ganze Welt automatisch vorgeladen wird. Die ganze. Und das geht halt extrem auf den VRAM, also auf den Grafikspeicher der Grafikkarte. Ja, finde ich auch eher scheiße. Ja, und wir beide haben ja nur 2 Gig jeweils in unserer Grafikkarte, was das etwas erschwert. Alter, ich merk's gerade so extrem. What the fuck, es laggt. Jo, dann fange ich mal an mit meinen Wünschen. Du kannst dann auch noch was dazu sagen. Klar. Jetzt das Zombie-Wegfindungssystem haben sie ja etwas besser gemacht, aber anscheinend sollen die noch immer durch bestimmte Wände glitschen. Nur die äußeren Wände von Gebäuden haben sie jetzt nur mal gemacht. Das ist schon mal ein Fortschritt, dann kann man Zombies zum Beispiel einsperren in Häuser oder ich weiß nicht. Ich glaube, durch den Boden glitschen können sie auch noch immer, aber das weiß ich auch noch nicht genau. Aber ich hoffe, das kriegen sie jetzt sehr gut hin. Dann, wie gesagt, Jakob, die Engine, ist verdammt wichtig und die Engine ist ja auch schon lange in Entwicklung und jetzt dauert es sicher nicht mehr lang. Ich könnte mir vorstellen, dass beim Update 0.5 die neue Engine implementiert wird. Ja, das wäre. Ja, oder vielleicht so 0.4.9 oder so, weil die neue Engine... Ich glaube ja bei 0.5, weil... Ja, weil die neue Engine ist noch nicht mal im Experimental Testing. Ja, das war bei 0.4.7 jetzt auch nicht. Also jetzt kommt ja bald mal 0.4.8 als Experimental. Und nee, ich glaube erst bei 0.5 so. Ja, es reicht aber. Ja. Dann das Loot Spawning, dazu kann ich auch nichts sagen, weil das haben sie jetzt anscheinend eingeführt. Aber das wird... Also das merke ich eigentlich schon. Jawohl, mehr Loot oder wie? Ja, also wenn ich jetzt in ein normales Scheißhaus gehe, an der Hauptstraße, an der Küste, sofort Loot. Überall. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, aber ich hoffe, dass sie nicht zu viel Loot bringen. Genau, weil das war im Armor-Mod damals auch so. Da haben sie das auch eingeführt. Und dann hat das massig herumgebackt. Ja, aber wenn du dann an jeder Ecke eine Waffe findest... Genau, dass in ganz normalen Häusern auch Waffen gespawnt sind. Also eine M4 zum Beispiel. Das ist halt scheiße. Ja, dann würde ich mir auch noch ein paar mehr Waffen wünschen. Und zum Beispiel auch so bessere Zombie-Hitboxen, dass man die leichter treffen kann, weil derzeit glitschen die noch immer etwas rum. Die Zombies generell will ich noch etwas verbessert sehen. Ich glaube, dass das nicht laggt bei mir, sondern ich das First-Person-Laufen nicht gewohnt bin. Das kann auch sein. Blend in FPS sein, muss ich immer sagen. Zeigen. Ja, noch ein paar Wünsche von dir, Jakob? Ja, ein Rope. Und ich habe gerade eins gefunden. Ja, nee, so. Und da liegt überall Update. Loot. Alter, ich verstehe es nicht. Das ist extrem. Auf jeden Fall, also das Loot-Spawn-System, wie gesagt... Wie du auch schon gesagt hast, gefällt mir jetzt ziemlich gut. Wenn es nicht zu viel wird, das weiß man eben nie. Ja, weil sonst kommen selbst die Noobies. Ja, und mit. Was ich unbedingt will, sind bald mal Fahrzeuge. Und ich habe Reis gefunden. Reis. Die sollen ja Ende von 2014 kommen, zu Weihnachten 2014. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen. Ich glaube, es wird erst 2015 kommen, aber... Ja, du bist immer pessimistisch. Ja, das auch. Aber... Jetzt ist es ja Early Alpha noch. Oder haben sie jetzt schon den Alpha-Status erreicht? Alpha, glaube ich, ist es schon. Jetzt bin mir aber Alpha. Nicht sicher. Bei ihnen kann man sich nie sicher sein. Ja, ja. Einmal sagen sie, es ist Alpha, dann sagen sie, nein, es ist noch Early Alpha. Wenn irgendein Fail ist oder so. Ja. Leider. Gut. Dann, weil die Beta soll ja, also die Fahrzeuge sollen in der Beta dann erscheinen und die ja zu Weihnachten 2014, meine ich. Aber ich glaube nicht, dass sie das schaffen, weil Fahrzeuge zu implementieren ist nicht so einfach, denke eine ich. Eine Shotgun. Alter, jetzt findest du aber wirklich viel, ne? Ja, im Krankenhaus, oben, Shotgun. Übel. Nicht schlecht. Leider keine Ammo. Zur Zeit. Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Selbst in der... Alter, ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis mich ein Sniper oder so irgendein Spieler wegholt hier. Ein Hardcore? Ja, ein Hardcore. Ja, in Hardcore ist es ja einfach, also... Warum einfach? Ja, da stirbt man ja viel schneller, oder? Nein, eben nicht. Es ist nur anders, dass man nur auf Hardcore-Server gehen kann.
Und dass man keine Third Person hat, weil mit Third Person kannst du natürlich viel schneller mal sehen, ob ein Spieler kommt oder nicht. Ja, komplett richtig. Ja, und ich wünsche mir auch, dass... warte mal, ich muss mich kurz orientieren. Fuck. Was ich mir noch wünsche, sind coolere Waffen und mehr verschiedene Waffen. Das wollte ich auch noch erwähnen. Und ich finde auch, dass sie das mit der Munition etwas erleichtern sollen. Also dass sie zum Beispiel in Klammer so für M4 und keine Ahnung, was auch immer. Also das brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich schon alles auswendig weiß. Ja, du, oh, aber steht ein Zombie. Ich bin mehr so ein Gelegenheits-Daisy-Zucker. Ja. Ja, und was ich mir jetzt in der nächsten Zeit mal wünsche, dass die Schalldämpfer und so sich was bringen. Das wollte ich das gleiche sagen. Wirklich jetzt? Ich wollte gerade von Schalldämpfer erwähnen. Es ist schon richtig, dass wir gemeinsam einen Kanal gemacht haben, ne? Ne. Ja. Warum kann ich... Also ich bin... Fuck. Fuck. Was ist los? Alter, es laggt. Server oder? Ich glaube, es liegt am Server. So ein bisschen. Und dann vielleicht auch an Daisy, aber... Ja. Mir würde jetzt nichts mehr einfallen, eigentlich, was ich mir jetzt so wünsche. Ja, wir können... Ich kann ja so noch ein bisschen looten, weil die Folge ist jetzt nicht so lang. Ja. Alter, das gibt's nicht. Das zweite Päckchen Reis. Das ist doch nicht mehr normal hier in Daisy. Was ist los? Alter, ich glaube, die haben das übertrieben jetzt. Wenn du jetzt schon zwei Päckchen Reis hast, dann wird man als Nubi in 10 Minuten wieder... Full equipped. Was ist das? Ich glaub's nicht. Ein Burlap-Sack kriege ich auch noch, Alter. Ich kann mir schon einen Rucksack machen mit Burlap-Sack und Rope. Ich habe jetzt schon einen Rucksack. Nice. Nach 10 Minuten. Ich habe jetzt 10 Minuten gelootet und bin eigentlich so... Wenn ich jetzt noch Shotgun-Ammo habe, kann ich mich verteidigen und werde nie sterben. Und jetzt auch noch ein... Melee-Waffe. Gleich um die Ecke. Alter. Daisy gefällt mir schon viel mehr. Fürs LP-Looten hat mich eh immer so ein bisschen genervt. Jetzt sehe ich auch gerade bei Twitter, Far Cry 4 und Assassin's Creed Unity sind nun zum Vorbestellen hier bei Steam. Cool. Schon. Genau, wir können auch über andere Spiele noch ein bisschen reden. Ja, genau. Also Grasen wird Assassin's Creed Unity als Let's Playen, weil wir keine Zeit haben. Ja, weil ich bin beschäftigt wahrscheinlich nicht mit hier so privat Far Cry zocken, weil ich glaube, das wird eher Jakob Let's Playen. Ja, es müssen wir dann noch sehen, entweder du oder ich, wer halt zu dem Zeitpunkt mehr dann Zeit mehr hat. Zeit hat. Weil ich bin ja mit Naruto dann beschäftigt. Genau, und mit GTA auch noch und mit Witcher auch noch. Und ja, aber das kommt ja erst ein bisschen später, Gott sei Dank. Ja, erst Februar 2015. Ja. Dann, was kommt noch so zum Weihnachtsgeschäft hier heraus? Warte mal, ich muss überlegen. Nee, es kommt erst nächstes Jahr, oder? Rainbow Six kommt erst nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr im Herbst. Und Dead Division soll ja im Februar 2015 rauskommen, aber das soll ja anscheinend verschoben. Ja, das soll ja anscheinend auch 2016. So, jetzt muss ich die Luft anhalten. Jetzt gehe ich First Person in die Polizeistation. Ich wette, ich habe gleich wieder Nervenkitzel pur. 40 Leute am Server. Alter, jetzt wahrscheinlich MP5. Oh, die Tür ist offen. Oh oh. Scheiß drauf. Rush. Rush, rush, rush. Fäuste Battle. Wow, MP5. Mit Magazin. Alter. Mit 30er Magazin. Ich bin weg. Nicht normal. Doch, doch. Das ist fix. Ich hab die. Oh, Spieler. Nee, genau. Komm, sofort. You are dead! Das war ein Heady von einer Mosin. Schade. Ja, ich habe so einen Nubi getroffen. Warte, ich musste mal sehen, was die machen mit mir. Ich habe so beinharten Nubi getroffen. Ah ja, was noch an, das ist die Fallanimationen, wenn man umfällt. Das ist jetzt wie die Kugel, wie einen die Kugel trifft und so. Ich liege eigentlich irgendwie hier. Ja, und der lootet mich gerade. Mit einem Ja, der hatte sicher meine MP5. Auf jeden Fall bin ich von hinten erschossen worden. Und der Nubi war vor mir und von hinten gleich die Kugel, bam, you are dead. Ein Schuss. Aber mit der MP5 wäre es jetzt schon cool gewesen, aber man kann nichts machen. Daisy ist halt mal so.
Ja. Nacktes Überleben. Ja, das war so und so eine Falle, weil die MP5 ist unten direkt im ersten Stock auf dem Boden gelegen. Oh, Ja, ja. der hat nur gewartet, Alter. Kleiner Ich Frechdachs. spawn jetzt nochmal neu und wir können noch ein bisschen reden über andere Games. Ja, mir würde jetzt nicht ganz so viel mehr einfallen, Ja, aber. vielleicht Naruto online werden Philipp und ich noch ein bisschen zocken. Das gleiche gilt für FIFA. Ja, genau, FIFA 15. Das werden wir beide auf der Konsole, also nicht auf der Konsole, auf dem Fernseher meine ich, zocken. Ja. So mit Controller und allem. So, ich schaue ich, wo ich gespawnt bin, weil wenn ich irgendwo in Benzin oder Nähe spawne, laufe ich sofort hin und hole mir mein Zeug zurück. Wenn noch was übrig ist. Und vielleicht kommt auch noch mal ein Part von FIFA 14, wo mein kleiner Bruder zockt, ne? Ne? Ja. Ja, der macht dich eiskalt fertig. Alter, wie lange noch, please wait? Wie viele Sekunden haben Sie das wieder erhöht, oder wie? Nein, aber normal, ich habe Neustart normal gedrückt. Alter, wo bin ich gespawnt, bitte? Dein Ernst? Wo? Wenn ich das wüsste. Ich bin mitten im Feld gespawnt. Oh. Toll. Gefällt mir. Ja. Okay. Wie lange geht die Aufnahme jetzt? Ich habe Genau. nicht geschaut, aber ich glaube, jetzt werden seine 15, 20 Minuten schon sein. Okay, dann Also ich machen wir noch glaube, ein bisschen. ja, Ganz fällt kurz dir noch. noch jetzt ein Spiel ein, über das wir etwas labern können? Ja, Tomb Raider und Batman. Was Genau, Neues? Tomb Raider kommt ja das Neue hier raus. Warte mal. I'm Batman. 2015, glaube ich, oder? Oder erst 2016? 2015 Weihnachten, Tomb Raider. Weihnachten. Ja, Rise of Tomb Raider. in gut 1,5 Jahren, da haben wir auch noch eine Überraschung hier für euch natürlich. Ja, das werdet ihr alles noch sehen. Genau. Na, gut. Dann, ja. Batman kommt im Frühling. Ja, Arkham Knight. Genau. Mit dem Batmobil zum Fahren. Endlich. Ja, Warte mal, und da vorne ist eine City. Da gehe ich jetzt noch hin und dann sehen wir mal, wo ich bin. da fällt mir ein, Battlefield Hardline wollten wir vielleicht ursprünglich auch mal LPM, vielleicht betone ich jetzt hier, aber das wurde ja auch verschoben auf 2015. Alter, Grasel hat heute gesagt, er macht mal Zockpause. Er will heute nicht zocken. Und jetzt steht unten rechts bei mir Grasel, Takomako, spielt Daisy. Counter-Strike, Oh. CSGO. Ja. CSGO. Aber er macht jetzt Zockpause, ne? Nee. Er will heute nicht zocken. Legit. Alter, ich habe eine MP5 gehabt und dann erschießt mich der von hinten. Das war so fix eine Falle. Aber so fix. Frech. Ja, dann was noch? Ach ja, das brauche ich eigentlich nicht erwähnen. Call of Duty Advanced Warfare. Da haben sie heute den neuen Trailer hier rausgebracht und ich finde es so dreist. Das war kein Am, Trailer, das war ein ja, Dreck. gerenderte Trailer, nur am Ende. Am Ende waren es Ingame-Szenen. Sondern die Ja, und dann wahrscheinlich 5 extrem Sekunden. scheiße. Und also die letzte Szene, wie dreckig die Wenn ausgeschaut ich hat. ehrlich bin, glaube ich, dass ich in der neuen Stadt bin. Nee, das kann sein. Aber die hat so dreckig ausgeschaut, wie, ich weiß nicht, schlechter als Kannst du Call of. mal auf die Map schauen, bitte? Ja, schlechter als Call of Duty 4, jetzt ganz im Ernst. Ja, ich schau mal auf die Map, warte. Alter, was ist das? Für was gibt es denn ein iPad? Ja, genau. Also, haben wir es eh gleich in den Favoriten hier? Gut, hoffentlich ist die schon Hello, aktualisiert. hello, hello. Schauen wir mal, ob wer kommt. Also, wo soll ich suchen? Also, die Stadt heißt Köpachostab. Alle. Also KPA am Anfang und TAB am Schluss. KPA. Am Anfang, genau. Ach du. Ist das eine kleinere Ja, ist eher kleinere, in der Mitte, eher oder? von da. Denkst du, also ich sehe nirgends die Küste? Mitten im Shop. Warte, ich kann dir auch sagen, wo es da lang geht. Die eine Richtung geht's nach Obwa und die Ah, andere warte nach mal. RB03AHO. Warte mal, wo war Orb war nochmal? Das habe ich mal gewusst. Das ist eher da bei Gorka, wo wir waren. Da in der Nähe müsste das sein, glaube ich. Alter, Also ich habe jetzt hier. den neuen Charakter.
Nice. Gorka habe ich. Und wie hat die eine Stadt geheißen? Eher ein bisschen darunter in Richtung Elektro müsste das sein. Normalerweise. Also in Richtung Elektro. Ja, da irgendwo im Landesinneren. Wie hat es genau geheißen jetzt noch? Ich hab das schon KPA und dann TAB, ja, TAB am Schluss. KPA. Puh. Leider sehe ich das jetzt nicht. Warte mal, ich schaue auch mal auf der Map. Bleib hier ein bisschen im Shop. KAM sehe ich. Alter, das versteht man manchmal nicht, warum man das nicht findet. Nee. Ich sehe es jetzt nicht. Okay, warte. Ich schau kurz. Bei Gorka drunter sehe ich das nirgendwo. Alter. Das müsste ziemlich im Landesinneren eine Stadt sein. Ich sehe es nicht. Es ist der untere, also wo schaust du auf welcher App? Ich schaue hier im Internet. Also, okay. Ja, es müsste auf jeden Fall der untere Name oder so sein. Alter, wo ist bitte KPA? Vielleicht ist das schon die neue. Wie heißt die? Alter Schwede, wo ist die bitte? Das gibt's doch nicht. Vielleicht aber Tscherno rundum. Kann ich mir vorstellen. Nein, bei Tscherno nicht. Hast du sie schon gefunden? Philipp? Ja. Hast du sie schon gefunden? Alter, jo. Geil! Ich weiß, wo ich bin. Das ist die Stadt neben dem Airfield, neben dem kleinen. Besser jo. Geht's jo. Nicht, geh weg. Direkt neben dem Airfield, okay. Ja, anscheinend schon. Aber warte, ich schau schnell. Kannst du mich irgendwie rauslotsen? Ich bin jetzt bei... Das kann doch nicht die Stadt neben dem Airfield sein. Haben sie die auch umgestellt? Neben dem großen, kleinen, whatever. Kleines. Warte mal. Kaum lade. Gut. Motorradhelm. Kapia? Alter, was ist denn das für eine fette Stadt? Und hinten TAB. Ja, genau. Die ist wirklich neben dem Airfield. Ja, aber ich weiß nicht, wie das geht, weil ich kenne die Stadt normalerweise sofort. Ja, da ist ein Mosin-Suppressor. Kann ich mal mitnehmen. Mosin, nice. Ja, ich will aber eigentlich MP5 oder so, eine AK 101 oder so irgendwas. So ein Scheiß. Ich will das haben. Ich will es haben. Ich bin geil auf Loot. Dann renn kurz noch zum Airfield. Ja, wenn ich's finde. Du musst mich da ein bisschen rausholen. Wo bist du jetzt circa? Warte mal, vielleicht sehe ich es sogar. Es gibt eine lange Straße weg von der Stadt. Also zwei eigentlich. Und die führen direkt zum Airfield. Einen, also zwei nach rechts, also nach oben zum Airfield. Sag eine nach mal unten. Vom Shop. Warte mal, in welchem... Da ist nach oben meine Polizeistation, die hole ich noch kurz. Bei mir sehe ich jetzt echt? Da, links bei mir geht's ist keine Polizeistation. Schau mal, links geht's nach AÜ Bobka und rechts nach RB03AHU. AÜ Bobka. Also was eine Stadt. Ne. Ah doch, AÜ 6 Bobka. Genau, ja, genau. Das ist die falsche Richtung. Also genau gegen, entgegen. Dann kommst du dir fast direkt zum Airfield. Dann musst du noch etwas nach rechts und dann wärst du dort. Okay, passt, dann weiß ich. Das ist auf jeden Fall die Stadt, weil da ist die Polizeistation und das das Krankenhaus, aber da ist schon wieder die Tür offen. Und ein Zombie. Very ja, jetzt nice. Könntest du mal gleich das neue Zombie-Wegfindungssystem. Ja, ein Zombie-Wegfindungssystem, ja jetzt genau, wenn der findet. Ein. Ah ja, gute Idee, Junge. Wenn es geht. Der bleibt einfach auf dem... Oh, jetzt kommt er. Schnell, mach zu, die Tür. Mach die Tür zu. Ja. Gescher. Oh, der... Okay, er glitscht zwar raus, aber er kann nicht ganz raus. Okay, das ist schon mal gut. Er kann nicht raus, aber er haut gegen die Tür. Ja, hoffen wir, dass oder die... Oder es war ein Schuss, ich weiß nicht. Ich kann das nicht genau unterscheiden.
Ja, haben sie den Bug jetzt eigentlich schon gefixt, dass das, also ich glaube schon, dass man so mit einer Steineaxt oder mit einer Axt oder so gegen eine Wand haut, dass sich das aus, also dass es ein Schuss ist. Ich glaube, das haben sie schon gefixt, ja. Das wäre auch mal okay, was. Hey, ich nehme mal den Crossbow mit, kann sicher nicht schaden. Kann nie schaden. Okay, ich würde sagen, vielleicht beenden wir die Episode auch hier jetzt. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und wirklich, ich könnte ja dann noch vielleicht eine Alone-Folge aufnehmen, die ich gleich da gleich danach raushaue eigentlich. Das wäre ja ganz cool. Ja. Also wenn ich jetzt noch eine aufnehme und du laberst auch noch ein bisschen mit. Das ja, wär, das wäre zum Überlegen. Wäre zum Überlegen. Okay, das ist keine, da ist keine Waffe. Gut. Ja, okay, dann beenden wir hier mal die Episode. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei unserem kleinen, wie sagt man hier, Wünsche und Update News von DayZ und Co. Special hier auf unserem Kanal. Ich sag tschüss, nochmal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao. Ciao, Leute.